Tag 4 von unserer Tour durch Island. Heute ist das Ziel, diesen Berg zu besteigen und dahinter viele schöne Sachen zu entdecken, unter anderem Schwarzen Strand, und wir gehen auf Höhlensuche. Bevor wir das aber tun, wärmen wir uns ein bisschen auf. Und zwar genau da unten, rein in das Filmchen. So, nach dieser kleinen Randale geht es jetzt dem anstehenden Regen entgegen und diesen wunderschönen Berg hinauf, in der Hoffnung, dass wir dahinter das Paradies entdecken. So, es nieselt die ganze Zeit schon. Da hinten ist schon alles zugenebelt, man kann gar nicht weit schauen. Hier wird es langsam steiler, aber ich freue mich auf das, was sich da hinten befindet. Kurzer Break. Weiter geht's. So, oben angekommen, steht man einfach vor einer unwirklichen Kulisse. Zieht euch das rein. Und von Weitem kann man auch schon ganz leicht da hinten, irgendwo da hinten drin, einen Höhleneingang erkennen. Ob es wirklich einer ist, gilt es rauszufinden. Seht uns unten, Männer. Wow. Wie geil? Da saß eine Möwe auf dem Schirm. So, das Ziel kommt immer näher. Flo, wie fühlst du dich? Mein Knie ist verdreht. Knie ist verdreht und Bein tut weh. Perfekte Voraussetzung. Der Roger ist langsam, ey. Oh, der ist langsam. Mit Speed. Oh, der langsam, die Roger. Scheiße, brennt uns die Beine. Was ist das? Oh, guck mal, was das ist. Oh Gott, oh Gott. Schwarzer Strand. Okay, nächstes krasses Highlight des Tages. Schwarzer Strand. Diese geilen Felsgebilde. Ich habe gerade den Namen nicht ganz im Kopf. Und da oben ist alles voll von diesen Papageientauchern. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich irgendwie ein Bild zustande bekomme. Ansonsten blende ich hier eins ein. Ja, jetzt natürlich ist leider alles voll mit Menschen, aber ich meine, wir gehören am Ende ja genauso dazu und kommen auch extra hierher. Das ist stark, oder? Das sieht mega cool aus. Okay, jetzt geht's los. Steve stellt sein Können unter Beweis. Also wenn du 2 Meter kommst, Steve, dann bin ich echt... Nee, ich bin froh, wenn ich mich ja immer hängen kann. Easy. Okay, kleine Sportsession, wir hatten ja heute noch nicht genug. So, ihr Tramstelle. Dieser Sand. So und so vielleicht. So schön. Also passt. Okay, ich glaube, das ist aussichtslos. Wie stark das aussah. Das sind auch übelst geile Steine, oder? Die sehen so stark aus. Ja, die alle komplett rund.
so cool, ey. Davon guckt einfach mal ein Seehund aus dem Meer oder Seerobbe oder irgendwas. Ganz ehrlich, ich habe kaum Worte, um das Ganze hier zu beschreiben. Das ist einfach alles so unwirklich und so wunderschön. Ich habe noch nie so was Cooles gesehen. Noch nie im Leben. Und um das Ganze noch zu toppen, steige ich jetzt zusammen mit euch in die Lüfte und zieht euch bitte mal rein, was da passiert ist. Von ganz da hinten sind wir vor uns runtergekommen. Unser Zelt steht quasi auf der anderen Seite des Berges. Dann sind wir den ganzen Weg hergelaufen. Und da drüben ist ein Gletscher. Da kommt sogar die Sonne raus. Bei uns regnet es die ganze Zeit leicht. Oh, ist alles so krank. Und ich bin so froh, dass Florian noch mitgekommen ist. Weil eigentlich waren wir nur 3 Leute. Wir wollten aber unbedingt noch eine 4. Person dabei haben. Und Florian hat sich erbarmt. Und ist jetzt, glaube ich, im Endeffekt auch ganz glücklich darüber. Ja, wir hatten eigentlich gerade noch vor, auf den Berg zu gehen. Weiter hinten um die Ecke sollen Höhlen sein. Würde aber bedeuten, wir müssen hier um den See rumlaufen. Das sind locker nochmal 2 Stunden, wenn nicht sogar mehr. Und wir sind locker schon 5 oder 6 Stunden unterwegs. Bester Moment, ey, wirklich. Nachdem wir uns jetzt nochmal gemütlich an den Strand gelegt haben, um die Aussicht zu genießen, sind wir jetzt auf dem Rückweg. Nach ungefähr, ich glaube, 8 Stunden lang sind wir jetzt unterwegs. Ich bin echt super dankbar, so eine Erlebnisse erleben zu können. Oh Gott, ey. Ich dachte gerade, es rennt auf mich zu. Das, was ich heute gesehen habe, war definitiv das Schönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe. Und ich glaube, dass selbst das die nächsten Tage noch getoppt wird. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die paar kleinen Einblicke, die ich euch hier mitgeben konnte. Würde mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr mal auf den Abo-Button drückt. Vielleicht schreibt ihr was Nettes in die Kommentare oder schaut euch vielleicht sogar gleich das nächste Video noch an. Hier sind jetzt gleich mal ein paar für euch eingeblendet. Bis zum nächsten Mal. Habt einen schönen Tag. Adios.